Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, hallo liebe YouTuber, ich bin's euer Holger wieder von Holgers Wunderland. Ich zeige euch heute mal in dem Video meine ganzen Kocher, die ich habe, die ich so fürs Preppen und für wenn ich mal unterwegs bin und die ich mir selber gebaut habe. Und einige davon sind noch gar nicht so richtig getestet. Wenn die nicht so hundertprozentig funktionieren wie es soll, dann gut. Aber ihr seht das ja im Video. Ich werde die nicht alle einheizen, weil einheizen schon, aber ich werde nicht auf jeden Fall kochen, weil das würde einfach das Video sprengen. Viel Spaß beim Video. So, dann wollen wir mal loslegen. Also, ich kann zwar noch keine Abstimmung machen, deswegen ich werde einfach irgendwo anfangen. Also als erstes hätten wir. Ich komme mal näher ran. Das ist einmal der Speedkocher, das ist der kleine. Mit Speedwürfel drin. Da brauche ich eigentlich viel zu sagen, da gibt es so viele Sachen. Der ist immer in meinem Kochset für den Rucksack. Den habe ich immer als Ersatzkocher dabei. Man kann ja nie wissen. Das ist die Frage, wo packe ich es jetzt hin? Machen wir mal da hin. So, dann habe ich ein neues Teil. Und zwar ist auch wie ein Speedkocher, kann man auch mit Speed-Tablette benutzen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den schon vorgestellt habe. Ich glaube noch nicht. Gut, dann müssen wir aufpassen. Und zwar ist das der Fire Dragon Multifuel-Kocher. Also mehr Brennstoffkocher. Also ich habe es jetzt schon einmal. Der wird jetzt genauso aufgeklappt wie der Speedkocher, aber der hat hier innen eine Feuerschale. Da kann man zum Beispiel Brennpaste reinpacken. Mit Brennpaste habe ich schon ausprobiert. Ich würde es aber gleich ganz gerne nochmal testen mit Brennspiritus, ob das da auch funktioniert. Also ich meine, Speed-Tablette müsste auch gehen. Das Gute ist halt, der hat noch einen. So ein, wie sagt man das? Oh, so. So rum kommt das drauf. Ne? Habe ich halt noch nicht benutzt. Das ist nochmal so ein Windschutz, so ein einseitiger. Und dann kann man das so zusammenklappen. Ich zeige euch das nochmal von der Seite. Dann ist zumindest die Flamme so ein bisschen geschützt. Man müsste sich rein theoretisch zwei kaufen, damit man dann auf beiden Seiten Windschutz hat. Weil es ist nur leider nur ein Windschutzblech dabei. Ich werde das jetzt mal kurz ausprobieren. Ich packe das mal hier vorne. Machen wir das mal weg hier. Ja, ich muss leider den großen Tisch nehmen, weil ich die sonst gar nicht auf den Tisch drauf kriege. Kann man so sehen, ja. So, ich habe hier schon ein bisschen Brennspiritus vorbereitet. Ich mache auch nur eine kleine Menge rein. Ja, das ist gar kein Spiritus. Das ist jetzt. Ich habe kein Spiritus hier. Ein bisschen Brenngel jetzt reingepackt. Und er brennt. Also ich lasse den jetzt kurz ausbrennen. So, da bin ich wieder. Also ich hätte jetzt gerade ein bisschen Brennpaste. Ich habe das leider die Flasche verwechselt. Aber ich habe noch ein bisschen Brennspiritus hier. Also kochen werde ich jetzt nicht damit. Das ist alles viel zu lange dauern hier. Und wie ihr seht, ich glaube, man kann das sehen. Ich versuche das mal ein bisschen näher ranzubringen, aber nur so lange, wie es noch kühl ist. Ja, so kann man es ganz gut sehen jetzt. Also das brennt wirklich ganz gut. Und das Ding wird wahrscheinlich auf Dauer in meinen Fluchtrucksack kommen. Schade ist nur, ich weiß noch nicht, wie ich die Tabletten da reinkriege. Da muss ich mal gucken. Es gab mal diese Spirit, die großen Tabletten von Speed. Aber ich weiß im Moment nicht, ob ich die noch irgendwo kriege. Da muss ich mal gucken, bei Amazon oder so werde ich die bestimmt kriegen. Also ich wollte nur noch sagen, dieser Multifuel-Kocher, 3 Euro oder 4 Euro hat er gekostet. Das ist die Packung davon. Der ist von BCB, ich glaube BCB heißt die Firma.
Ich weiß aber nicht mehr die Internetseite, wo ich ihn bestellt habe. Dann müsste ich nachgucken. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch unten drunter, unter dem Video. Ja, das ist jetzt das. Ich werde ihn jetzt ausbrennen lassen, weil es ist ja auch heiß. Dann mein Ständer, den kennt ihr ja schon, den habt ihr ja schon mal im Video gesehen. Den stelle ich jetzt nicht weiter vor. Ich bin immer noch nicht weiter gekommen, aber ich werde hier unten noch passend Löcher reinbohren und kleine Schrauben reinziehen, dass der, habe ich denn jetzt? Habe ich jetzt einen hier? Ne, ich habe jetzt keinen hier. Doch, hier ist noch einer. Moment. Dass so ein Kocher da drin steht. So, dass der dann auch nicht verrutschen kann und dann irgendwie runterfallen kann. Das baue ich mir noch in nächster Zeit und das ist dann auch nochmal so ein kleiner Kocher. Den packe ich jetzt auch mal gleich wieder hier zur Seite. Ja, Platz machen wir hier unten im Keller. Das Ding brauche ich gleich noch. Der brennt mal vor sich hin. Das Ding können wir schon mal hier wieder drauf tun. So, als nächstes habe ich dann bei Military Basics bestellt. Schon auch schon etwas länger her. Geht das Ding nicht auf. Habe ich auch schon im Video gezeigt, mal kurz. Das ist dieser Schweizer Notkocher M71. Ja, Notkocher 71. Die waren ungefüllt, deswegen waren die etwas günstiger. Ich habe mir dann gedacht, ich kaufe mir die ungefüllt anstatt die gefüllten, weil die gefüllten kosten echt 6-7 Euro das Stück. Und das war mir zu teuer. Entschuldigung, ich das sage, aber es ist einfach zu teuer. Auf jeden Fall habe ich mir den auch geholt. Da habe ich mir gleich 3 Stück von geholt. Einer ist unten im Keller, einer ist an einer anderen Stelle und einer ist nochmal in meinem anderen Lager. Also ich hatte in jedem Lager habe ich einen drinne. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Die sind alle gefüllt. Ne, einer ist nicht gefüllt, weil ich im Moment keine Brennpaste habe. Die andere Brennpaste, die ich hatte, die war nicht so voll. Da muss ich nochmal gucken. Dann habe ich halt hier von Go Hike den Spirituskocher. Das ist ja wie ein Trangia. Der ist nur etwas kleiner als der Trangia. Übrigens, den Trangia werde ich euch heute nicht zeigen. Kann sein, dass ihr den da drin habt. Aber den passenden Kocher, den passenden Topf dazu, den habe ich jetzt gerade nicht hier. Den hat ein Kumpel von mir. Der benutzt den jetzt gerade auf einer Outdoor-Tour. Und der hat aber seinen eigenen Trangia, bei dem sein Topf ist kaputt gegangen. So, dann zeige ich euch meinen nächsten Kocher. Der ist im Moment hier schon verpackt drin. Weil es kam ja im letzten Video mit dem Kocher auch so ein paar Fragen wegen der Gaskartusche. Das Thema hat sich jetzt erledigt, weil ich hatte noch eine Gaskartusche, und zwar so eine kleine. Die passt nämlich genau in den Topf rein. Da habe ich sogar jetzt, die habe ich wieder befüllt, die war leer. Und da kann ich jetzt, also ich habe es noch nicht genau sagen, aber ich denke mal für 2-3 Tage dürfte da genug gedacht Gas drin sein. Den Kocher kennt ihr ja schon, das ist ja dieser kleine Mini-Kocher. So sieht er aus. Der wird dann auf die Kartusche aufgeschraubt. Ich zeige euch das nochmal kurz. Auch diese Kartusche passt auch besser als auf die große. So, und dann drehen und aufmachen. Leider habe ich die gekauft ohne. Aber der lässt sich echt gut regulieren. Und der hat ganz schön Power. Aber so kann man auch gut mit kochen. Und es ist sparsam. Vor allem, wenn man nur eine Tasse drauf kochen will. Ist nicht schlecht. So, und das ist halt eben jetzt der Kocher, der kommt in den Topf rein. Der ist noch ein bisschen heiß. So, halt das mal wieder richtig hier hin. So. Also die Kartusche habe ich halt hier in dem Topf, die passt da genau rein. Dann kommt halt der Kocher. Ach, der ist noch zu heiß.
kommt dann wieder diesen kleinen Beutel rein. Das ist so ein niedliches kleines Beutelchen. Kommt hier oben mit rein. Dann habe ich hier noch ein Handtuch mit drin. Das ist, dass die Kartusche innen drin hin und her wackelt. Ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich muss noch mal ein anderes Handtuch haben für ein kleineres. Aber letztendlich ist es egal, welches Handtuch da drin ist. Hauptsache, es ist ein Handtuch drin. Ich benutze das Handtuch zwar nicht zum Hände abtrocknen, das ist überwiegend zum Abwaschen, weil das ist ein sauberes Handtuch. So, den Koffer packe ich mal hier hin. Dann habe ich meinen großen Koffer. Den stellen wir mal so hin. Aufmachen. Der ist aber nur für zu Hause, der ist nicht unterwegs. Der war auch defekt, den habe ich wieder repariert. Klappe zu. Ach, mit dem Löspappe. Muss natürlich die Nase da reinmachen, so. Und dann kann man den einrasten. Und zack, brennt er. Den habe ich repariert, aber ich glaube, ich muss da wieder ran. Aber ich habe noch einen zweiten davon, einen zweiten Nagel 9. Den habe ich hier gebraucht mal für 5 Euro gekauft. Aber er tut seinen Dienst. Und für hier zu Hause oder so, ist jetzt der liegt jetzt in meinem zweiten Lager, dass ich immer vorbereitet bin. Ja, dann habe ich noch das große Teil hier. Das ist jetzt hier auch für Brennpaste. Ich mache jetzt keine rein, weil ich bin gerade froh, dass ich das Ding wieder sauber habe. Aber das Gute ist, da kann man den Goleit zum Beispiel, den kann man da unten reinstellen, der steht doch auch relativ sicher drin. Dann kann man den Tanja reinpacken, den Schweizer Notkocher reinpacken. Speedkocher geht da drin, also auch nicht verkehrt. Für Fondue, so Fondue-Kocher. Das Ding habe ich gefunden. Also ich habe gedacht, hey, das sieht aber gut aus. Das Gute ist, guck mal, hier kann man schön seinen Trangia reinpacken. So, und ich habe jetzt gedacht, probierst du mal aus, nimmst du mal mit. Gucken wir mal nach, ob wir da nicht vielleicht das Ding als Notkochstelle benutzen können. So, und wie gesagt, ich habe es aus. Aber es ist halt eben für stationär und nicht für unterwegs. Weil zu schwer und zu groß und halt nur für zu Hause. So, dann kennt ihr ja meinen anderen Koffer schon. Der hier, den mache ich jetzt auch. Dann machen wir die ganze Chose mal an. So, Feuer ist an. Und die anderen habe ich ja auch schon mal gezeigt. Der ist jetzt zum Beispiel, wenn ich auf Campingtour gehe und ein bisschen mehr Platz habe, dann kommt der mit. Weil da kann ich auch dann die größeren Kartuschen mitnehmen oder auch die kleineren. Das ist das Kocher von Naoto. Jetzt fragt mich bitte nicht nach der Leistung, ich weiß es nicht. Ich kann es euch wirklich am besten Willen nicht sagen. So, dann habe ich noch hier meinen Hobo-Kocher von Lixada, der große. Der wird aber jetzt im Moment so gut wie gar nicht mehr benutzt. Erst wahrscheinlich im Frühjahr wieder. Aber es geht ja noch weiter, ich bin ja noch nicht fertig. So. Hier muss ich jetzt erstmal rein, das machen wir gleich. Dann habe ich hier nochmal den Kleinkocher von Lixada. Das ist auch so ein Falthobo-Kocher. Den baue ich jetzt nicht auf, weil den habe ich auch gerade erst ein bisschen gereinigt und der kommt wieder in den Rucksack. Das ist also der Falthobo von Lixada. Der Kleine. Kleine.
Das Gute ist, sehr schön sparsam. Jetzt kommt eine Neuerwerbung, die habt ihr noch nicht. Habe ich es schon? Ja, ich habe es euch schon einmal kurz gezeigt. Und zwar habe ich mir den in so eine Kameratasche gepackt. Mit einer Packung SB-Tabletten drin. Ist da noch was? Nee, doch, da ist noch was. Wo ist denn da noch drin? Das gehört jetzt nicht dabei. Naja, ist egal. Also jedenfalls habe ich das zusammen in der Falte in so einer Tasche drin. Das ist dann ist auch in einem Rucksack, aber nicht in einem Fluchtrucksack. So, das ist dieser Faltkocher von Procool, den habe ich von Steffen bekommen. Von Steffen Outdoor und Gedöns. Jetzt zeige ich das mal. Das sind vier Teile, ist schön klein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier so hinzubasteln. Steffen Outdoor und Gedöns melden. Der kann die irgendwie besorgen. Ich weiß selber nicht, wo er die herkriegt. Also im Internet kann man sie nicht bestellen. Ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Der hat mir den zugeschickt. Also irgendwie klappt das jetzt. Ach da. Ja, es ist ein bisschen fummelig. Das ist so. So. Und dann ist er fertig. Dann kann man hier eine SB-Tablette draufpacken, Topf oben drauf. Oder man lässt das Ding hier weg. Packt unten zum Beispiel den Go-Mike. Kann man da so drüber und dann kann man auch kochen. Also, deswegen, das geht auch und ich glaube, mit dem Tangia geht es noch ein bisschen besser, weil der passt dann genau auf den Rand drauf und das ist besser. Also ich wollte euch den noch mal kurz zeigen. So, dann habe ich hier meinen Kocher für die länglichen Kartuschen, den kennt ihr ja auch schon. Das ist der hier. Also ich kann euch jetzt eins sagen. Ich würde mir kein zweites Mal kaufen. Ehrlich gesagt. Das Ding wackelt und an allen möglichen Ecken und Enden. Also die Dinger sind zwar noch fest hier, aber die Füße hier, der eine ist fest und der ist fest, aber der hier, mach mal auf, zack, nee, so. Und die Kartusche sitzt auch nicht richtig fest. Da hat man manchmal echt Angst, dass man alles um die Ohren fliegt. Da habe ich echt schon was Besseres gesehen. Und ja, ich habe jetzt aber letztens eingesehen, der soll wohl ein bisschen besser verarbeitet sein. Der soll auch etwas stabiler sein. Aber der kostet auch einen kleinen Zehner mehr. Und ob sich das lohnt, das wage ich zu bezweifeln. Am besten bis jetzt dieser kleine Gaskocher und hier von Auto, der als Gaskocher ist bis jetzt das Beste, was ich habe. So, dann habe ich noch hier, ich muss jetzt mal gucken, ob ich hier überhaupt was drin habe. Weil ich habe diese Tasche irgendwann mal gepackt, das wird halt hier nie wieder geöffnet. Hier ist ein Topf und eine Pfanne. Die mache ich auf. Also, ich habe keinen Kocher mehr drin hier. Jetzt nur noch ein paar Tücher drin und ein bisschen was zu essen. So, jetzt fehlen noch zwei Kocher hier. Das ist einmal der Armeekocher von der Schweizer Armee. Der ist jetzt gerade verliehen. Und dann habe ich noch einen Gaskocher, diesen C206. Da für diese Kartuschen. Der ist von Campinggas. Das Ding wollte ich euch vorstellen, aber leider, leider. Ich weiß keinen, ich habe keine Ahnung, wo ich ihn gelassen habe, weil ich habe das Ding auch schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Aber der war eigentlich früher auch das 9 Plus Ultra fürs Camping. Bloß, da ich jetzt so viele andere habe, habe ich die nie mehr benutzt und ist er weg. Ist auch egal, ich wollte es euch nur vorstellen. Und jetzt habe ich den wichtigsten beinahe vergessen. Mein Eigenbaukocher. Und zwar kann ich ihn so nicht benutzen, ich muss mal ein Gestell dazu haben. Aber ich bin jetzt gerade dabei, mir ein Gestell zu bauen, beziehungsweise erstmal zu überlegen, wie ich es baue.
Und zwar ist das ein Kerzenkocher, den habe ich selber gemacht. Das war mein Prototyp, der ist nicht ganz so perfekt. Weil wie ihr seht, so richtig gut funktioniert er nicht. Muss halt erstmal brennen. Ich hoffe, man kann es sehen. Und zwar ist das eine Dose gefüllt mit Kerzenwachs. Und da drin ist Pappe eingewickelt. Und der wird nach einer Zeit, brennt das ganze Ding. Und wenn er dann heiß genug ist, ich zünde ihn mal hier an. So, dann brennt hier mal der ganze Kocher und ich will noch einen Stand machen. So als Notkocher, selbstgebauter Notkocher, ist das gar nicht verkehrt. Das war halt der Prototyp. Ich habe noch einen gebaut, den habe ich aber verschickt. Den hat jemand anders gekriegt. Und ich habe jetzt noch ein paar Dosen gekriegt. Und da werde ich mir noch welche draus bauen, weil ich habe jetzt was Besseres gefunden. Ich nehme keine Pappe mehr. Ich nehme jetzt Baumwolle, weil Baumwolle ist ein bisschen saugfähiger und das funktioniert besser. Aber ihr seht ja jetzt, der brennt schon ganz gut. Und da kann man auf jeden Fall auch mit kochen, aber man muss halt einen richtigen Ständer dafür haben. Aber auch wenn man jetzt mal unterwegs ist, man hat das Ding im Fluchtrucksack, das brennt ziemlich lange, wenn man genug Kerzenwachs drin hat, kann man das auch als Wärmequelle nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel kein Feuer machen kann. Wenn man kein trockenes Holz hat und so weiter. Also zum Finger aufwärmen und so weiter reicht es auf jeden Fall. Nur so nochmal dazu. Es gibt auch irgendwo ein Video, irgendwo bei YouTube ein Video, wie die Dinger hergestellt werden. Da habe ich es nämlich auch gesehen. Wenn ich das Video, Originalvideo finde, werde ich euch das verlinken. Der YouTuber wird sich auch garantiert freuen. So, das war es jetzt erstmal dazu. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ne, ich glaube, das war's. Den. Ja, das war's. So, das war jetzt das Video zu den ganzen Kochern. Noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe hier noch so eine kleine wasserdichte Dose mit Streichhölzern. Die kann man sich irgendwo bestellen. Da ist außen eine Reibefläche. Ich habe Streichhölzer reingetan. Kann man das sehen? Ja. Ich hole mal einen raus. So, Streichhölzer. Halbwegs wasserdicht. Für unterwegs im Fluchtrucksack leicht und klein. Und wird wahrscheinlich bei mir in Staypack kommen. So. Das war jetzt das nochmal, das habe ich nicht vergessen. So, dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Vergesst das Abonnieren nicht, vergesst das Liken nicht, vergesst das Kommentieren nicht, vergesst das Dislike nicht, wenn ihr das Video nicht mögt. Könnt ihr machen wie ein Dachdecker. Also, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Holger.